Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Metaverse. Und wir sind bei War, da kämpft Seth Rollins. Das ist Seth Rollins. Dann Nove Jose gegen Kalisto. Das gewinnt Nove Jose. Alexa Bliss gegen Tamina. Gewinnt Alexa Bliss. Dana Brooke gegen Naomi. Gewinnt Naomi. Bobby Roode gegen Drew McIntyre. Gewinnt Bobby Roode. Und AJ Styles gegen Baron Corbin. Gewinnt Baron Corbin. Und Nikki Cross will jemand zur Rede stellen. Und zwar Natalya. Die hat jetzt sie als Feindin. Okay. Schauen wir uns mal die News an. The Miz und AJ Styles und Nikki Cross Natalya. Okay. Oh, da hat sich nichts geändert. Gut, dann gehen wir zu SmackDown. Andra. Das gewinnt Elias. Dann Ember Moon gegen Liv Morgan. Gewinnt Morgan. R-Truth gegen Jinder Mahal. Gewinnt R-Truth. Chad Gable gegen Rowan. Gewinnt Chad Gable. Die Hardys gegen Orton. Brian. Und Joey zur Rede stellen. So. Elias Andrade, la 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 la, interessiert uns alles nicht. Zehn Wochen, vier Wochen, vier Wochen. Okay. Oh, Approval ist auf Platz 1. Und dann gehen wir zum Main Event. Und dann sind wir beim Main Event. Da trifft Leyaki auf Alexander Wolf. Das gewinnt Leyaki. Hat jetzt auch Alexander Wolf als Feind, so wie Alexander Wolf. Dann die Undisputed Era gegen die Heavy Machinery. Gewinnt die Heavy Machinery. Tyler Bate gegen The Crusher. Gewinnt The Crusher. Dann ein Triple Threat Match. Killian Dane, Ace Black und Kuturek. Gewinnt Ace Black. Joseph Agala gegen Roderick Strong. Gewinnt Joseph Agala. Und damit herzlich willkommen zu NXT und wir sehen gleich mal unseren GM Steffo zum Ring kommen. Er will wohl mal wieder etwas loswerden und mal schauen, was es ist. Hallo liebes WWE-Universum und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von NXT. Ich bin euer GM Steffo und ja, muss mal wieder was loswerden hier. Und zwar, es geht um die Tag-Team-Titel von NXT. Wir werden heute wieder mal um die Tag-Team-Titel reden. Und zwar, ja, letzte Episode gab es ein Fatal 4-Way-Match, Elimination-Match, Tag-Team-Match um die NXT-Titel und ja, die Chick Magnets haben wieder mal grandios verteidigt, aber sie kamen zu mir und sie wollen einfach die Titel nicht mehr. Drum wird es heute wieder ein Match geben, und zwar The Bulls gegen den Varsity Club im Main Event. Und wer da gewinnt,
Der tretet dann nächste Woche gegen die Chick Magnets an. Und vielleicht wird dieses Team es diesmal schaffen, gegen die Chick Magnets zu gewinnen. Und dann haben sie ihren Ballast los und können sich dann vollkommen auf das Main Roster konzentrieren. Ich verstehe es zwar nicht, weil ich hätte sehr gerne Tag Team Titel oder einfach auch so normale Titel und so lange tragen, wie es nur geht. Doppel-Champion sein oder Triple-Champion sein. Ich will eigentlich alle Titel halten, die es gibt, aber gut, manche wollen das nicht. Oder vielleicht ist es auch nur ein Teammitglied von den beiden. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und nun noch zu dir, Andy. Keine Angst, wir bekommen noch unser Match. Aber es ist halt zurzeit ein bisschen chaotisch. Ne, The Crusher will auch noch sein Match mal haben. Und ja, ich hoffe, nächste Woche dann können wir dann schon The Crusher zeigen oder ein Match dann zwischen dir und mir, Andy. Und das war's. Viel Spaß bei der Show. Wir sind Backstage und da sehen wir Louis und Leaky. Oh, Leaky redet mit Louis, aber Louis. Le oh, nee. Er schlägt zu. Louis schlägt auf Leaky und Leaky schlägt zurück. Oh mein Gott. Leaky geht jetzt auch schon Backstage auf die Leute. Und ja, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber es muss irgendwas Schlimmes gewesen sein, weil sonst haut Louis einfach nicht auf ihn ein. Und ja, was. Jetzt gibt es ja eine schöne Backstage-Prügelei. Er sagt auch schon, haltet die Schnauzen, der Leaky. Da macht er den Zeigefinger auf seine Lippen. Ah, oh, bearbeitet er ihn auf jeden Fall, den guten Louis gerade. Oh, jetzt. Ah, ne. Oh, da befördert Louis ihn gegen die Kiste da. Und jetzt befördert er ihn. Ah, gegen die Wand. Oh, jetzt gibt es einen Neckbreaker. Ah, jetzt kommt der Konter, Elbow von Leaky. Und nein, keine Clothesline. Es kann gekontert werden von Louis, aber auch wieder gekontert von Leaky mit dem Elbow. Und diesmal, nein, auch kein Elbow, kann wieder gekontert werden von Louis. Und da haut er ihn gegen die Wand, aber er kommt da rangestürmt, der Louis, und dann kann er sich wegducken, der Leaky. Aber wieder gekontert von Louis. Er ist gerade ein bisschen schneller als Louis. Oh, jetzt haut er ihn gegen den Sicherungskasten, der gute Louis. Und da gibt es den oh, schön eingestandenen Moonsault. Standing Moonsault. Und Suplex, ja. Ey, das tut weh auf dem Hallenboden da, Backstage-Boden. Das ist ein anderer als der im Ring ist. Ich würde sogar noch sagen, anderer als von der Umgebung vom Ring ist. Der wird hier noch ein bisschen härter sein. Und schon wieder Clothesline, aber wird abgewehrt von Louis. Und da haut er ihn jetzt gegen, ja, ist das Triple H's Büro? Ich weiß es nicht. Ah, DDT. Oh, jetzt hat er schon eine Platzwunde, der gute Louis. Leaky. Aber Louis hat gewonnen. Und ihr müsst euch jetzt aber vorstellen, Leaky hat das Match gewonnen. Und ja, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Und dann sind wir schon wieder im Ring. Und da trifft jetzt Galu auf Robert. Das Rückmatch von vor 2, 3 Wochen. Robert forderte einen Rückmatch an. Und Galu hat zugestimmt. Galu mit Nikki Cross dabei und Robert hat seinen Scott Hall dabei. So, jetzt gibt es da erstmal. Na gut, ist schon wieder vorbei. Ah, jetzt gibt es einen Suplex von Galu an Robert. Dann tritt, aber der wird gekontert von Robert. Auch dieser Tritt wird gekontert von Galu. Schon wieder gekontert. Ah, diesmal trifft Robert mit dem Tritt in den Brustkorb.
Und das Cover. 1, aber Kickout bei 1 von Gallo. So, wieder gekontert von Gallo. Ja, was zeigt er da? Ja. Jetzt gibt es harte Schläge. Robert jetzt am Ringseil, aber jetzt ist er in die Knie gegangen. So, jetzt hängt er in seine Ringecke. Wird ein bisschen gewürgt. Sitzt er da. Gibt's ein 4-2. Und jetzt mischt sich Scott Hall ein. Er sieht, er braucht, sein Schützling braucht ein bisschen mentale Unterstützung. Und da lenkt er Gallo ab. Aber ja, das kann Robert, glaube ich, nicht ausnutzen. Ah, doch. Da gibt es jetzt ein paar Tritte in den Brustkorb. Ah, da kann er sich aus dem Griff befreien, der Gallo. Und da soll schon der Finisher kommen. Nee, oder? Nein, wird gekontert von Robert. Jetzt haut er Gallo mit dem Kopf auf den Turnbuckle. Immer und immer wieder. Oh, da gibt es den Chokeslam von Robert an Gallo. Und da soll jetzt der Finisher kommen von Robert. Geht er durch? Das sieht gut aus. Und der ist durchgegangen. War es das jetzt schon? Cover. 1, 2. Oh, Kickout bei 2,8 von Gallo. Kam er nochmal raus. So, Rippeln jetzt übers oberste Ringseil. Da fliegt er nach draußen. Scott Hall hilft Gallo wieder auf die Beine. Oh, Robert jetzt auch draußen. Oh, der zeigt jetzt draußen einen Suplex. So, da duckt er sich jetzt mal bei dem Schlag. Aber Robert ist schon wieder da. Aber nein, wieder gekonnt von Gallo. Jetzt gibt es einen harten Chop. Dann noch einen Schlag in die Magengegend. Und nein, gekontert ist von Robert. So, Robert rennt wieder in den Ring. Wir sind bei 5. 6. Kommt er nochmal auf die Beine? Ja, er kommt wieder in den Ring. Und da packt er ihn sich. Und oh, haut ihn einfach mal so im Ring umher. Ah, Clothesline. Nicky Cross hat jetzt einen Stuhl reingepfeffert. Und jetzt die Ablenkung wieder von Scott Hall. Und Robert nutzt es aus mit dem Suplex, aber Nicky Cross auch lenkt gerade auch den Ring nicht ab, indem sie ins Turnbuckle abmacht. Cover. Aber Robert sieht, der Ringrichter macht gerade das Turnbuckle wieder ran, was Nicky Cross abgemacht hat. Clothesline jetzt von Robert. Nochmal eine Clothesline. Und dann noch einen schönen Dropkick hinterher. Und da kommt der zweite Chokeslam. Nicky Cross jetzt auf dem Ringrand. Da braucht eigentlich gar nicht den Ring nicht abzulenken. Gallo hat schon wieder gekontert. Aber jetzt auch wieder Robert mit dem Konter. Jetzt lenkt Nicky Cross Robert ab. Kann das Gallo ausnutzen. Oh, jetzt gibt's einen. Nein, gibt's nicht einen Backbreaker. Das kann Gallo kontern mit einem Tritt an den Kopf. Und Gallo jetzt mit. Oh, was ist denn das? Boah! Krasser Move. Cover! 1, 2, aber Kickout bei 2. Eieieiei. Gallo kann es nicht fassen. Ah, wieder gekontert von Robert mit dem Tritt an den Kopf.
Jetzt nimmt er ihn hoch. Jetzt gibt es den Backbreaker. Und jetzt Robert auf dem Weg zum obersten Ringseil. Jetzt steht er oben. Was zeigt er? Er zeigt den Elbow. Und das kam er gleich hinterher. Eins, zwei, drei. Robert hat gewonnen. Ja, ich würde mal sagen 1:1. Zuerst Gallo gewonnen, jetzt Robert. Ja. Hier der Chokeslam. Nochmal der Chokeslam. Hier der Finisher von Gallo. Here is your winner, the Soldier Robert S. Ja, bin ich gespannt, wie es da. Und wir sehen den GM schon wieder im Ring stehen. Er hat schon wieder was anzukündigen. Mal schauen, was das diesmal ist. Ja, meine lieben Freunde, ich hatte heute schon eigentlich was zu sagen gehabt. Und ich wollte eigentlich heute auch gar nicht mehr rauskommen. Aber ich muss es leider tun, weil es ist was Schlimmes passiert. Und zwar, ach, der Leyaki, der geht mir einfach so auf den Sack. Und zwar, ja, er hat Backstage den Louis getroffen und hat ihm ein paar nette Worte gesagt. Und Louis kann natürlich dann auch nicht zurückstecken und hat ihn eine verpasst. Daraus entstand dann eine wilde Prügelei. Und ja, Louis hat sich verletzt. Wie schlimm, wissen wir noch nicht. Aber es sieht so aus, als wenn er nächste Woche nicht antreten kann. Um den NXT Tag Team Champion Titel, gegen wen es sich handelt, wissen wir ja noch nicht, das werden wir gleich erfahren. Und ich habe dann aber mit Mexican gesprochen und er hat gesagt, er tretet alleine an gegen The Bulls oder dem Varsity Club in einem Handicap Match. Also nächste Woche auf jeden Fall das Tag Team Titel Match. Mexican Sensation gegen The Bulls oder dem Varsity Club. Louis war natürlich nicht sehr begeistert davon, aber Mexican, ja, er will unbedingt kämpfen, er will unbedingt die Titel verteidigen, auch wenn er alleine ist. Und Louis hat dann aber noch gesagt, er ist damit einverstanden, er wird es schaffen, der gute Mexican. Und ja, gegen wen es jetzt sein wird, das werden wir jetzt erfahren. Jetzt in diesem Ring kommen dann The Bulls und der Varsity Club raus. Ich bleibe hier und unterstütze meine Jungs, Chandler Williamson und Mike. Und ich hoffe, dass Louis nicht allzu lange verletzt bleibt, dass er wieder zurückkommt. Und ja. Also ihr müsst jetzt denken, der Backstage Brawl hat Leyaki gewonnen und hat ihn halt dermaßen so den Arsch versucht, dass er ihn noch verletzt hat. Und genau. So, und da sind wir jetzt am Ring und da sehen wir jetzt das Hauptherausforderer Match zwischen The Bulls und der Varsity Club. Und mit dabei ist natürlich Steffo und Natalia für den Varsity Club. Und ja, am Anfang ist jetzt hier Chandler Williamson drin gegen The Total Package. Jetzt gibt es einen Snap von The Total Package an Chandler. Aber jetzt gibt es den Tritt an den Kopf von Chandler. Und ja, irgendwas müssen wir uns mal einfallen lassen hier gegen für Leyaki, weil so geht es nicht weiter, dass er immer wieder Leute attackiert. Und ja, mal schauen, wie es da weitergeht zwischen Leyaki und dem NXT Booster. So, Lars Sullivan jetzt in der Zwischenzeit drin. Jetzt Rippen in die Ringecke. Er kommt angelaufen, aber Chandler Williamson kann ausweichen. Jetzt wäre es eigentlich ganz klug zu wechseln, aber er zeigt erstmal Neckbreaker. So, gibt es jetzt den Wechsel? Ja, jetzt gibt es den Wechsel mit Mike. Der ja in der letzten Woche gegen Ace Black ein Steel Cage Match gewonnen hat, indem er rausgeklettert ist, wo es ja auch keine Aufgabe oder Pin gab. Oh, jetzt Back Body Drop von Lars Sullivan an Mike. Jetzt gibt es einen Chinbreaker von Mike und die Clothesline, da kann er sich ducken, der gute Lars Sullivan. So, jetzt nimmt er ihn hoch. Und ja, zeigt so eine Art Power Slam.
Oh, jetzt gibt es einen Whip-In von Mike an LaSable. Mike kommt angerannt, trifft ihn ins Gesicht und dann zeigt er noch den Bulldog. Und da gibt's. Nee. Ich dachte, Mike wechselt jetzt mit Chandler Williamson, aber LaSullivan kann jetzt kontern mit dem Backbody Drop. Und Mike jetzt mit dem Shinbreaker wieder. So, jetzt ein Rippen in die Ringecke. Gibt's jetzt einen Wechsel? Ja, jetzt gibt's einen Wechsel mit Chandler Williamson und zusammen eine Tag Team Aktion. Double Rippen in die Ringecke. Und ja, da dreht er sich. So hart war der Rippen. Aber er kann schon wieder kontern. So, jetzt fässt er ihn am Nacken an. Schafft er es, bis in die Ringecke zu kommen? Nein. Da gibt es jetzt die Ellbogenstöße von Chandler Williamson. Und wieder Whippen in die Ringecke von seinem Teampartner Mike. Aber Lars Sullivan kann kontern. Jetzt ein Whippen in seine Ringecke. Kann er Total Package wieder reinschicken? Ja, schafft er. Und da gibt es jetzt auch gemeinsame Tag Team Action. Na gut, war es nicht so wildes. So. Haut er ihn gegen den Turnbuckle mit dem Rücken und dann schmeißt er ihn zurück in den Ring. Jetzt hat er ihn auf den Schultern, aber Chandler Williamson kann kontern. Oh, jetzt gibt es einen Kniestoß an die Kehle, an den Hals. Oh, was will er jetzt zeigen, Chandler? Boah, so eine Art Leg Drop. Und dann nochmal mit dem Knie an den Kopf, an den Hals. Man sieht es nicht genau. Jetzt gibt es den Snap noch. Und geht er jetzt zu Mike zum Wechseln? Jawohl. Mike ist wieder drin. Und jetzt Rippen. Ah, wie so hart, dass er wieder zurück in den Ring kommt. Der Total Package. Und jetzt gibt es ein Belly to Belly von The Total Package. Oh, ein Uppercut noch. Und jetzt gibt es den Wechsel mit Lars Sullivan. Boah, da zieht er ihn hoch am Hals und zeigt dann gleich mal so eine Art Chokeslam. Aber Mike ist wieder dran. Oh, da sollte Excel kommen, aber Lars Sullivan stößt ihn einfach nach oben weg. So, jetzt rollt sich Mike raus, ist aber wieder im Ring. Und ja, Lars Sullivan schubst ihn erstmal weg. Oh, jetzt gibt es harte Schläge, aber nach dem zweiten Schlag kann schon wieder Mike kontern. Und dann gibt es einen Schulterblock an so Total Package. Er fliegt jetzt erstmal raus. Und aber ja, jetzt Lars Sullivan wieder. So, Lars Sullivan jetzt auf dem obersten Ringseil. Aber Chandler Williamson ist da. Aber er trifft leider nicht. Und Lars Sullivan mit dem Headbutt. Und da kommt der Finisher von ihm. War's das jetzt? Cover. Eins. Aber Chandler Williamson ist da. Kann das Cover unterbinden. Jetzt so Total Package mit so einer Art Body Slam gegen Chandler Williamson. Steffo schmeißt den Stuhl rein. Jetzt gibt es einen Shinbreaker von Mike an Lars Sullivan. Und aber Lars Sullivan mit dem Shinbreaker. Oh, und dann gibt es das Spear gegen das Knie von Mike. Eieieiei. Ist das ein Aufgabegriff? Ich sehe es leider nicht. Aber Mike kann sich befreien mit ein paar Schlägen in den Magengegend. Und was zeigt jetzt Mike? Oh, er zeigt ihn. Ja, so eine Art Pile Driver. Jetzt wippen in seine Ringecke. Und da kommt jetzt den Tag, den Finisher. Mit dem dritten und zum Schluss dann noch mit dem Dropkick. Jetzt ist Chandler Williamson drin. Jetzt wieder Mike. Und jetzt wieder Chandler. Und da gibt es einen Dropkick von Chandler an Lars Sullivan.
Und das Cover. Eins, aber so Total Package ist da. So, Mike bearbeitet jetzt noch zu Total Package. Der Ring ist jetzt erstmal außer Gefecht. Ah, jetzt der Konter von Chandler Williamson. So langsam kommt das Match in die Endphase. Wieder gekontert von Lars Sullivan, dann gibt da noch Chandler Williamson eine Clothesline mit. Aber wieder gekontert, ein Uppercut jetzt von Chandler Williamson und Crossbody, nein, da kann Lars Sullivan ausweichen. Oh, oh, Backbreaker. Aber Chandler Williamson gibt nicht auf. Sling Blade von Chandler Williamson. Cover. Eins. Zwei. Oh, das ist Total Package nochmal da. Eieieiei. Wenn er nicht da gewesen wäre, wäre das Match jetzt gelaufen. Und jetzt wieder, ja, gekontert von Lars Sullivan. Lars Sullivan weiß, oh ja, er will eigentlich wechseln, aber das Total Package geht runter. So, jetzt Rippen in die Ringecke von Chandler Williamson, wieder so hart, dass Lars Sullivan gleich wieder in den Ring zurückfällt. So, Chandler Williamson jetzt auf dem obersten Seil. Jetzt soll wohl sein Finisher kommen. Ja, kommt er auch! Trifft aber nicht ganz, da sich Lars Sullivan noch so, ja, fast wegrollen konnte, aber er hat trotzdem getroffen. Aber, oh, da gibt es jetzt wieder den Konter von Lars Sullivan. Ah, tritt noch in den Oberkörper. Ober, ja. Reverse Whippin, jetzt fliegt er über oberstes Ringseil. Oh, da gibt es jetzt einen Schulterblock von Chandler Williamson. Dann springt er nach draußen und verpasst Lars Sullivan eine Powerbomb vom Ringrand und fliegt nach draußen auf den Hallenboden. So, jetzt ist schon wieder Lars Sullivan. Er hat ihn sich gepackt, den guten Chandler. Und knallt ihn mit den Rippen auf die Ringabsperrung. Eieieiei. Gibt es da einen Schlagabtausch? Oder gut, Lars Sullivan mit mehr Schlägen. Ah, jetzt haut er Chandler Williamson mit dem Kopf auf den Mattenrand. So, Chandler Williamson zurück im Ring. Wir sind bei 8. Lars Sullivan sollte sich langsam beeilen, aber er schafft es auch. Und jetzt packt er ihn sich. Jetzt gibt es einen Rippen in seine Ringecke. Gibt es jetzt den Wechsel mit zu Total Package? Ah, nein. Das dauert viel zu lange von Lars Sullivan. Aber schon wieder gekontert. Aber schon wieder der Tritt von Chandler Williamson. Jetzt Chandler mit dem Rippen in die Ringecke. Ein Kniestoß ans Gesicht. Was zeigt er da jetzt? Ah, geht er aufs Bein. Und da gibt es jetzt den Wechsel mit zur Total Package. Er hat es geschafft, Lars Sullivan. Aber da kommt er angeschirmt, der zur Total Package. Aber Chandler Williams kann das abwehren. Dann noch mit dem Dropkick hinterher. So, jetzt Rippen in seine Ringecke. Gibt es jetzt den Wechsel mit Mike? Nein, gibt es jetzt einen Big Boot von zur Total Package. Aber die Clothesline kann Chandler Williams ausweichen. Und das Cover. Eins. 2, aber Kickout bei 2. Chandler Williamson kann nicht mehr. Er hat sich jetzt schon zum Cover hingerobbt. Er müsste mal wechseln mit Mike. Die Ausdauer ist komplett im Arsch. Jetzt gibt es einen Snap von Chandler Williamson an so Total Package. Da sieht man es schon wieder. Er kommt schon gar nicht mehr richtig zum Stehen. Jetzt er kommt davon so Total Package. Oh, da gibt es den DDT. Und Chandler Williamson hat jetzt eine Platzwunde am Kopf. Aber so Total Package feiert lieber, anstatt er einfach mal weiter nachlegt. Jetzt das Cover. Eins, zwei, drei. Puh, ja, leider hat Mike nicht aufgepasst und der Varsity Club
hat gewonnen und somit kommt das Match Mexican Sensation gegen den Varsity Club um den NXT Tag Team Titel nächste Woche zustande. Sling Date hier. Hier der Splash von Chandler. Hier are your winners, the total package, Aaron Hamilton and the superstar, Varsity Club. So, dann sind wir jetzt erstmal auf der Card. Also, das erste Match war Roderick Strong gegen Andy, das hat Roderick Strong gewonnen. Dann alles bietet aber gegen Street Profits, das haben die Street Profits gewonnen. Dann Kudrick gegen Alexander Wolf, das hat Alexander Wolf gewonnen. Das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen und das jetzt einfach mal ignorieren, egal wer rauskommt. Johnny Gargano. Okay, also ich wollte jetzt nicht nochmal eine dritte Promo von mir reinballern, weil ich glaube, das reicht für heute. Aber ich hoffe, das passt jetzt so mit den Chick-Magnets und ich hoffe dann auch, dass nächste Woche dann die Titel verloren gehen, außer Mexican gewinnt das. Was ich aber stark bezweifle. Durch seine Entscheidung motiviert rief Stefan den Superstar raus, der ihn vor kurzem auf die Verliererseite gebracht hatte. Ah, okay. So, Rivalitäten, aber nur eine mögliche. Oh, Andy auf 1, da kommt auch noch das Match zwischen Steffo. Gallo im Platz runtergerutscht. So Bulls auch wieder im Platz runter. So, und dann schauen wir mal. Ja, und dann haben wir schon Velocity, also NXT vs. Bell Booster in der Woche. So, jetzt schauen wir mal bei War, da ist Lewis auf 2, Mexican Sensation 5. Max 13 und Darwood 14. Bei SmackDown ist Louis 9, Mexican Sensation 11, Max 18 und Darwood 19. Und bei NXT ist Steffo 1, Layaki 2, Andy 4, Mike 5, Akala 6, The Crusher 8, Ace Black 12, Gallo 15, Shanta Williamson 17, The Total Package 18, Robert 22, Kudrick 25. Und das war's. Das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.